Der jüngere Bruder von Simon, den wir gerade im Ziel gesehen hatten. Und momentan Rang 23 mit einer guten Minute Rückstand für Arn Peiffer. Das heißt, er ist auf Kurs. Er wollte Punkte machen heute. Die besten 40 bekommen welche. Da ist er deutlich drunter. Klasse Leistung. Muss man wirklich so sagen, denn dieses zweite Rennen könnte ja eigentlich schon das Schwierigere sein. Beim ersten geht man noch unbeschwert ran. Der Trubel um ihn herum ist wesentlich größer geworden. Das sprechen ihn hier viele Leute an. Er hat eine Pressekonferenz gegeben, muss viele Interviews geben. Ungewohnt für ihn, sagt er. Aber momentan ist er cool wie Hundeschnauze. Sehr zur Freude seines Bundestrainers. Und auf Frode Andresen müssen wir natürlich weiterhin ein Auge haben. Der ist richtig gut unterwegs. Schön für die Spannung dieses Rennens, dass auch hinten noch gute Leute kommen. Nicht nur er, sondern auch Martin Fourcade mit seinem 6. Platz nach dem ersten Schießen. Der junge Franzose nur 5 Sekunden hinter Björn Dahlen. Also da wackelt noch einiges für Ulla Einar, bevor er sich zurücklehnen kann. Aber wir haben ja gerade gehört, egal welcher Platz, er freut sich über diese heutige Leistung. Jetzt hat Andresen 8 Sekunden verloren auf den Besten nach dem Liegenschießen auf Christoph Sumer. Klasse Läufer, hat sich in den letzten Jahren wie oftmals auch Lars Berger und Ulla Einar Björn Dahlen auch mit den Langläufern gemessen im eigenen Land. Und da wissen wir ja, traditionell sind die Norweger dort die Besten der Welt. Mittlerweile auch 34 Jahre alt, also genau wie Ulla Einar Björn Dahlen, ähnlich lange im Weltcup unterwegs und mittlerweile auch schon sage und schreibe 15 Mal erfolgreich. Aber wie gesagt, seine große Schwäche in all den Jahren war das Unbeständige, vor allen Dingen beim Schießen. Das hat er auch im IBU Cup schon in 2 Rennen gezeigt. Als er nämlich mit 0 begann im Sprint und dann mit 4 weitermachte. Joa Himmle, egal wie es kommt, der hat heute schon sehr viel Grund zum Lachen, denn Björn Dahlen führt im Ziel. Emil Heckles-Svensson ist Dritter und Frode Andresen kommt noch. Und immer noch auf Rang 2 im Ziel und das ist eine faustdicke Überraschung. Dominik Landertinger, der Österreicher, der Junge. Das war nur eine Frage der Zeit, wann der mal durchkommen würde. Aber immer wenn es soweit ist, dann wundert man sich doch. Ich weiß nicht, wie gut Sie über Ihre Fernsehlautsprecher die Musik und die Stimmung hier mitbekommen. Die Zuschauer werden, wenn nicht mehr so viel los ist, auf der Strecke oder am Schießstand hier mit Musik unterhalten. Von Stadionsprechern ein bisschen gepusht. Die versuchen auch das Ganze ein bisschen zu kommentieren, was hier unterhalb der Loferer Berge abgeht. Sehr guter Skiläufer. Frode Andresen hat diese Linkskurve, das Fischer S, souverän genommen und kommt jetzt zum zweiten Schießen. Also 111. 118. Zwei echte Anwärter noch auf einen Platz auf dem Podium. Jetzt bin ich gespannt. Im Juli ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Söhnchen Nikolai ist geboren. Seitdem wie ausgewechselt Frode Andresen. Etwas offener geworden, aber wie gesagt, gegenüber dem norwegischen Team Eigenbrödler. Da sind sie wieder, die so oft zitierten und immer wieder gesehenen Fehler beim Stehenschießen bei Frode Andresen. Also das war's für die Norweger. Schade drum. Jetzt schauen wir auf die 118, auf Martin Fourcade, den jüngeren Bruder von Simon, 22. Und wir wollen einmal runterschauen ins Ziel an die Birnbacher. Dort momentan zweitbester Deutscher auf Rang 9 und er steht jetzt bei
Christian Dobson. Andi Birnbacher, herzlichen Glückwunsch zu einem starken Rennen. Die Kopfschmerzen, die Sie in den letzten Tagen geplagt haben, schienen zumindest äußerlich wie weggeblasen. Wie sah es denn in Ihnen aus? Ja, weggeblasen waren sie jetzt nicht, aber ich muss mich nur mal bei allen bedanken, die sich jetzt so die Tage da um mich gekümmert haben. Ich glaube, die wissen alle Bescheid. Ich war gestern auf Nacht noch bis um 10 Uhr beim Behandeln und es haben sich so gut um mich gekümmert. Und ich habe heute viel weniger Kopf gehabt wie die Tage jetzt zuvor. Ich glaube, gestern hätte ich noch kein Rennen laufen können und heute war es eigentlich okay, bis auf die schweren Beine, die ich gehabt habe. Ja, beeindruckend war natürlich vor allen Dingen Ihr Auftritt am Schießstand, 2x0 geschossen. Wie sind Sie da taktisch rangegangen heute? Ich bin ganz normal gegangen. Ich habe jetzt da nicht mit Handbremse oder so gearbeitet heute. Ich bin einfach raus und habe geschaut, wie es geht. Und bin unbelastet in das Rennen gegangen. Und ich bin froh, dass ich mit dem Nuller dann durchgekommen bin. Die Formkurve zeigt eindeutig nach oben. Wie nah sind Sie denn an der Idealform oder wie weit sind Sie von der noch entfernt? Ja, ich sage mal, gar nicht so weit. Wenn ich die Füße jetzt noch lockerer kriege, dass die Oberschenkel richtig gut sind, ich glaube, dann bin ich gar nicht so weit weg von der Form. Das ist minimal. Das sind vielleicht 2% oder sowas. Vielen Dank. Während des Interviews hatten wir rechts Arne Pfeiffer im Bild, angefeuert von seinem Heimtrainer Marc Kirchner, der ihn seit Sommer 2007 betreut und den Arne Pfeiffer als Supertrainer bezeichnet. Und hier mit der 118 Martin Foucault. Einer, der hier im letzten Jahr gemeinsam mit Arne Pfeiffer unterwegs war bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Er hat in diesem Winter schon eine richtig starke Leistung abgeliefert, ähnlich wie Arne Pfeiffer. Das ist sein Trainer Jean-Paul Jacquinot. Das letzte Eisen, was er im Feuer hat, Martin Foucault, war Elfter im Sprint von Hofwilzen. Also die Jungen stürmen nicht nur hier an der Wand, enorm bergan. Bei der letzten Zwischenzeit übrigens Arne Pfeiffer auf Rang 28 geführt, mit einem Rückstand von 1,35. Hier haben wir ihn groß im Bild. Weit hat er es nicht mehr zum letzten Mal am steilsten Anstieg von Ruppolding. An dieser Wand, die noch einmal 2 Meter höher geworden ist. Wo man hier den Schwung mit rübernehmen muss. Gleich runter in die Abfahrt, Linkskurve und dann naht das Ziel. Er noch nicht auf den letzten Metern, sondern er muss noch mal zum Schießen. Hat jetzt alles in der Hand. Die Sensation, die nächste, könnte herausschauen. Würde er den Sprung aufs Podium schaffen? Martin Foucault. Schauen Sie auf die Zeit. Der ist richtig schnell unterwegs. Und hier Arne Pfeiffer im Ziel. Auch das wieder eine gute Leistung mit Startnummer 100. Im Moment 28. damit Ziel erfüllt, unter die besten 40, übererfüllt. Und Foucault, der schießt schnell, der schießt gut. Und dann doch den Fehler. Schade drum für den jungen Franzosen und dennoch klasse Leistung. Wird sich sehr weit vorn einordnen. Kurz vor der Saison noch durch einen schweren Radunfall zurückgeworfen. Hat dann aber schnell wieder Anschluss gefunden, muss jetzt einmal in die Runde. Wäre hier im Bereich der Top 5 gewesen. Jetzt ist das natürlich vorbei. Somit kann sich jetzt also Ulana Björndalen endgültig fertig machen zum Ende schützen, schütteln und Schulterklopfen. So, warten wir, bis die Zeit stehen bleibt. Immer noch Rang 15 für den jungen Franzosen, nur 52 Sekunden zurück. Damit liegt er hinter Birnbacher und Rösch zu diesem Zeitpunkt. Michael Rösch hat ja eine richtig gute Schluss.